Es ist die Nacht der Entscheidung. Gelingt ihm das Comeback oder schafft sie den Neustart? Die ehemalige Staatsanwältin und der verurteilte Kriminelle wollen die Führungskraft werden in einer gefährlichen Welt. Krieg in Europa. Krieg in Nahost. Und in Fernost Kriegsgefahr. Doch die größte Angst hat Amerika vor der Migration und der Inflation. Und dass andere schneller sind und besser und das Klima sich dreht. Vereinigt sind diese Staaten schon lange nicht mehr. Und viele haben den Glauben an ihre Größe verloren. Wer kann ihnen den zurückgeben? Ja, die Nacht der Entscheidung steht an. Deshalb herzlich willkommen zu diesem ZDF-Spezial live aus Washington. Wer zieht hier demnächst ein ins Weiße Haus? Erneut Donald Trump oder Kamala Harris? Amerika wählt und die ganze Welt schaut gebannt zu. Wir stehen hier direkt vor dem Weißen Haus. Unter uns läuft die Black Lives Matter Plaza entlang zum Lafayette Park, wo bereits Sicherheitszäune aufgebaut sind. Und dahinter dann eben der Sitz des Präsidenten oder vielleicht demnächst der Präsidentin. Alles ist möglich, alles ist offen. Bis jetzt Stand Ortszeit 14.15 Uhr in Washington D.C. sagen alle Prognosen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Was passiert, wenn Donald Trump gewinnt? Und wie reagieren seine Anhänger, wenn Harris siegt? Wofür stehen die Kandidaten? Bevor wir mit unseren Korrespondenten und Experten in die Analyse starten, Benjamin Daniel über den Endspurt des Wahlkampfs. Sonnenaufgang über dem Haus, von dem aus die Geschicke Amerikas gelenkt werden. Die Idylle trügerisch, das Land zerrissen wie selten zuvor. Seit Monaten liefern sich die Kandidaten einen erbitterten Kampf. Davon sollte bei Kamala Harris' letztem großen Wahlkampfauftritt in Philadelphia möglichst nichts zu spüren sein. Der Abend zunächst eine einzige Party mit geballter Promi-Power. Unter anderem Lady Gaga kam, um ihre Kandidatin zu unterstützen. Die Vizepräsidentin richtete bei aller guten Stimmung und Zuversicht dann aber auch sehr ernste Worte an ihre Anhänger. Das Rennen ist noch nicht vorbei und wir müssen bis zum Ende stark sein. Dies könnten die knappsten Wahlen in der Geschichte unseres Landes werden. Jede einzelne Stimme zählt. Also lassen Sie mich die Frage stellen, wer hier hat vor, wählen zu gehen? Helfen Sie, möglichst viele zum Wählen zu animieren. Harris' Rede keine 20 Minuten lang. Trump hingegen sprach bei seinem letzten Auftritt in Michigan knapp 2 Stunden. Neben den gewohnten Hasstiraden und Drohungen gegen Andersdenkende versprach er, große Herausforderungen im Handumdrehen lösen zu können. Ich werde die Invasion Krimineller stoppen, die über die Grenze kommen. Ich werde unser Militär stärken. Ich werde den Frieden in der Welt wiederherstellen und den amerikanischen Traum retten. Schon bald wird es den amerikanischen Traum wieder geben. Gemeinsam werden wir die großartigsten 4 Jahre in der Geschichte unseres Landes beschreiten mit einem Wirtschaftsboom, den die Welt noch nicht erlebt hat. Vor gut 8 Stunden öffneten die ersten Wahllokale an der Ostküste ihre Türen. Ob im hart umkämpften Bundesstaat Georgia oder in der Hauptstadt Washington D.C. Endlich, denken sich viele, hier geht dieser nervenaufreibende Wahlkampf zu Ende. Ich habe für die erste weibliche Präsidentin gestimmt, auch weil ich sicherstellen möchte, dass wir auch weiterhin in einer Demokratie leben. Ich habe Trump gewählt. Warum? Weil er ein Geschäftsmann ist. Er kämpft zwar manchmal etwas dreckig, sage ich mal, aber diese harte Kante ist genau das, was wir im Moment brauchen. Das wird ein knappes Rennen. Ich werde die Nachrichten den ganzen Tag und am Abend keine Sekunde aus den Augen lassen. In gut 5 Stunden schließen die ersten Wahllokale, sprich gibt es erste Prognosen.
Dann endlich rückt die Antwort auf eine Frage näher, die die USA und die Welt seit Monaten umtreibt. In welche Richtung wird Amerika in den nächsten Jahren steuern? Und bei mir ist jetzt unser USA-Korrespondent Elmar Thewissen, der den Wahlkampf von Anfang an beobachtet hat. Gab es denn zum Schluss noch irgendwas, was dich wirklich überrascht hat? Ja, es hat mich sehr überrascht, wie sehr Donald Trump sich wirklich Mühe gegeben hat, die vielleicht noch vorhandenen Unentschlossenen zu vergraulen. Denn er war sehr, sehr finster. Er war sehr wütend bei seinen Auftritten. Er hat über seine Mitarbeiter gelästert. Er hat über die politisch Andersdenkenden gesagt, dass man vielleicht auch Gewalt rechtfertigen könnte, auch gegen Journalisten beispielsweise. Seine Berater waren damit sehr unzufrieden. Sie hofften, er könnte auf einer positiven Note enden. Er hat sich nicht lehren lassen. Und das hat Kamala Harris in den letzten Tagen geholfen, weil sie wieder mit dieser Freude, mit dieser Joy, wie sie anfangs auch daherkam, wieder ein bisschen Schwung entwickelt hat. Du warst ja am 6. Januar dabei beim Sturm aufs Kapitol. Hättest du dir denn jemals vorstellen können, dass Donald Trump, noch dazu jetzt als verurteilter Straftäter, wirklich eine Chance hat, wieder ins Weiße Haus einzuziehen? Also erst hätte ich es mir nicht vorstellen können. Wir waren ja mittendrin am 6. Januar. Und dann hat mich eine Ahnung schon ein bisschen beschlichen an dem Abend, als noch 139 republikanische Abgeordnete gegen die Zertifizierung für die Wahl von Joe Biden gestimmt haben. Und sie haben geholfen, diese Lüge von der angeblich gestohlenen Wahl am Leben zu halten. Und auf dieser Basis hat es Donald Trump geschafft, eigentlich die ganze Partei zu übernehmen, weil führende Leute der Partei auch nicht genug Rückgrat gezeigt haben. Es ist ja viel von einer Schicksalswahl die Rede. Würdest du diese Nacht auch so nennen? Ja, ich glaube schon. Es kommt jetzt darauf an, ob Amerika einen Weg einschlägt, den wir so noch nicht gesehen haben, autoritärer wird, das Recht des Kongresses vielleicht ein Stück weit eingeschränkt wird, ein im Grunde genommen Präsident da ist, der sich auch als alleiniger Machthaber fühlt. So kommt er jedenfalls daher. Oder ob es eben Kamala Harris wird, die im Grunde genommen eine Fortsetzung der Politik von Joe Biden jedenfalls in weiten Teilen verspricht. Und was glaubst du, wird die Wahl am Ende entscheiden? Ich glaube, entscheidend ist, wie es den beiden Kandidaten gelingt, ihre eigenen Anhänger wirklich zu mobilisieren. Die Demokraten sind im Land sehr viel unterwegs, klopfen an Türen mehr als die Republikaner. Trump versucht das eben mit diesen gleichen Vorwürfen gegen die politische Opposition. Ich glaube, am Ende kommt es darauf an, wer lässt sich mobilisieren und geht heute noch zur Stimmwahl. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja. Vielen Dank, Elmar. Wir reden gleich noch mal weiter. Aber zunächst mal, womit versuchten die Kandidaten zu punkten? Heike Sklansky mit einem Überblick über die wichtigsten Wahlkampfthemen. Wenn Donald Trump die Bühne betritt, stellt er seinen Anhängern gerne eine rhetorische Frage. Geht es euch besser als vor 4 Jahren? Ich glaube nicht. Das ist sein Credo, die Wirtschaftslage, die Inflation, die ungesteuerte Zuwanderung. Trump will massenhaft abschieben, Öl und Gas fördern, setzt auf Deregulierung, Steuererleichterungen und Wachstum. Wenn ich gewinne, werden wir schnell die größte Volkswirtschaft der Weltgeschichte aufbauen. Wir werden die Inflation schnell besiegen und wir werden Amerika wieder erschwinglich machen. Kamala Harris dagegen will den Sozialstaat ausbauen, steht für Klimaschutz und die internationale Zusammenarbeit. Mehr Menschen sollen Zugang zu einer Krankenversicherung bekommen. Hohe Preise für bestimmte Medikamente will sie reduzieren. Wir werden es mit der Pharmaindustrie aufnehmen und die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente für alle Amerikaner deckeln, nicht nur für Senioren. Trump will wie bereits 2015 Amerika wieder großartig machen, setzt auf seinen alten Slogan, seine bekannten Parolen, wie America First. Auch dieses Mal unterscheidet er nicht zwischen Verbündeten oder Feinden, sein Instrument, Strafzölle. Die Chinesen nutzen uns aus, auch die Europäische Union. Sie nimmt unsere Produkte nicht ab. Wir kaufen ihnen alles ab, landwirtschaftliche Dinge, Autos. Harris will vor allem die Kosten für die Mittelschicht senken, verspricht wie Trump Steuererleichterungen für Familien, will außerdem Lebensmittelpreise drücken, den Wohnungsbau fördern. Meine Pläne konzentrieren sich auf die arbeitende Bevölkerung, auf die Mittelschicht, damit sie das tun können, was sie sich wünschen. Beim umstrittenen Thema Abtreibung versucht Harris zu punkten, nachdem der oberste Gerichtshof vor 2 Jahren ein 50 Jahre altes, liberales Grundsatzurteil gekippt hatte, will sie das Rad zurückdrehen.
Die grundlegende Freiheit einer Frau besteht darin, Entscheidungen über ihren eigenen Körper treffen zu können, ohne dass ihr die Regierung etwas vorschreibt. Trump dagegen, der 2016 angetreten war, um das Abtreibungsrecht zu kippen, gibt sich angesichts der Stimmung im Land nun liberaler. Ich bin für Ausnahmen. Ich würde sagen, 85% der Republikaner sind das auch. Vergewaltigung, Inzest, Leben der Mutter. Außenpolitisch warnt Trump vor dem Dritten Weltkrieg. Den Krieg in der Ukraine will er an einem Tag beenden. Harris dagegen unterstützt öffentlich den Kampf gegen den russischen Aggressor so lange wie nötig, steht zu den Bündnispartnern. Beim Gaza-Krieg hat sie Schwierigkeiten darzulegen, was sie anders machen würde als Biden. Pikant, besonders arabischstämmige und junge Wähler haben mehr von Harris erwartet. Als Präsidentin werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Krieg in Gaza zu beenden. Die Geiseln nach Hause zu bringen, das Leid in Gaza zu beenden, die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Amerika hat die Wahl zwischen zwei ganz unterschiedlichen Charakteren. Ja, und was wird die Wahl entscheiden? Darüber möchte ich jetzt mit zwei Experten sprechen. Zum einen mit der Politikprofessorin Andrea Römmele von der Hertie School und zum anderen mit dem Politikberater Peter Rau vom Hudson-Institut hier in Washington, einer konservativen Denkfabrik. Schön, dass Sie da sind. Zunächst, Frau Römmele, was glauben Sie denn? Wie wird es ausgehen? Was ist entscheidend? Es wird ganz entscheidend sein, wie es den jeweiligen Kandidaten gelingt, ihre Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne zu bringen. Also die Mobilisierung wird das entscheidende Kriterium sein bei dieser Wahl. Und sind Sie da, für wen glauben Sie, wer hat es besser geschafft? Man hat in den letzten Tagen gesehen, dass die Demokraten wirklich sehr aktiv on the ground, wie es hier so schön heißt, sind. Also wirklich Wahlkampf machen an den Häusern, an den Türen klopfen. Auch sehr viele freiwilligen Organisationen hier am Start sind. Also hier sind die Demokraten wirklich stark. Und die Frage ist, wird es zum Schluss reichen? Aber das Momentum, das ja jetzt in den letzten Wochen doch sehr auf der Seite von Donald Trump lag, hat sich in den letzten Tagen wieder etwas gedreht. Peter Rau, Sie sind selbst Republikaner. Steht denn die gesamte Partei geschlossen hinter Donald Trump und gelingt es ihm, alle Wähler zu mobilisieren? Offensichtlich, denn laut letzten Umfragen werden sich so um die 87% der Republikaner für Donald Trump entscheiden. Das gilt übrigens auch für die Demokraten, wo die überwiegende Mehrheit Kamala Harris wählen wird. Also die Partei ist im Moment hinter Donald Trump, ist auch so zu erwarten. Es geht um so viel und am Wahltag und in den Tagen vor der Wahl wird sich eine Partei nicht als strittig geben. Das ist für keinen Wähler imponierend. Wir sind aber ein Zwei-Parteien-System. Insofern sind unterschiedliche ideologische Strömungen, diverse Gruppen in diesen zwei Parteien untergebracht. Und die Partei muss sozusagen sich breit aufstellen, um all diese Leute zu mobilisieren und zur Wahlurne zu bewegen. Und wie gesagt, wir werden heute erfahren, wer es geschafft hat, wirklich hier die meisten Leute zu mobilisieren und auch die unabhängigen Wähler für sich zu gewinnen. Nehmen wir mal an, Donald Trump schafft es. Er hat ja selbst gesagt, er würde dann in den ersten Tagen ein Diktator sein. Steht die Demokratie auf dem Spiel? Naja, nur am ersten Tag. Und das ist so eine typisch, aus meiner Sicht, zweideutige Aussage von Donald Trump. Denn einerseits... Also Diktator ist sehr eindeutig. Ja gut, das würden die Gegner so sehen, dass tatsächlich eine Gefahr darstellt für die Demokratie. Seine Unterstützer würden darauf hinweisen, dass ja am ersten Tag die Präsidenten bekanntlich die Dekrete seiner Vorgänger prüfen und auch neu ausstellen, ohne Absprache mit dem Kongress. Aber ob er jetzt wirklich die Demokratie gefährdet oder gar ein Faschist ist, wie Kamala Harris es sagt, na, da würde ich eher die Kirche im Dorf lassen. Für mich ist er ein Golfer, jemand, der 6 Stunden jedes Wochenende am Golfplatz verbringt. Das ist nicht jemand, der im Hinterzimmer jetzt die Machtübernahme des Landes sozusagen ausweitet. Frau Römmele, was meinen Sie? Wie gefährlich könnte ein Trump-Sieg für die Demokratie sein? Ich würde da ganz klar widersprechen. Donald Trump ist ganz klar eine Gefahr für die Demokratie, denn man muss Kandidaten an ihren Worten und an ihren Taten messen. Und seine Worte waren ganz klar. Er sagte selber, ich werde ein Diktator sein. Er hat auch vor 3-4 Wochen gesagt, das wird, sollte er gewinnen, die letzte Wahl sein. Danach bräuchte Amerika gar nicht mehr wählen. Und ein zweiter Punkt ist,
kam ja heute schon ab und an auf das Thema der 6. Januar 2021. Ein Kernstück der Demokratie ist der Regierungswechsel, ist der friedliche Regierungswechsel und dass man eben auch als unterlegener Kandidat oder unterlegene Kandidatin dann das Ergebnis anerkennt. Und das hat er das letzte Mal schon nicht gemacht und er sagt ja jetzt schon, dass er es auch dieses Mal nicht machen wird. Und was glauben Sie, welche Auswirkungen hätte ein Wahlsieg für die Welt und speziell für Europa? Europa wird ein Stück weit unsicherer werden unter einem Präsidenten Donald Trump, weil es eben ein im besten Sinne ein unsicherer Kandidat ist, ein unberechenbarer Kandidat ist. Internationale Bündnisse stellt er in Frage. Aus dem Pariser Abkommen ist er in seiner letzten Präsidentschaft ausgetreten. Aus der NATO möchte er eventuell austreten, auch wenn das nicht ganz so einfach ist. Für die Ukraine, also die Unterstützung für die Ukraine würde aufhören. Das ist schwierig. Aber das ist auch, glaube ich, wo man hier im Wahlkampf spürt, dass zwar im Weißen Haus sehr viele Fachleute in Außenpolitik unterwegs sind, letztendlich das Argument, das Donald Trump bringt, aber ziemlich effektiv ist. Nämlich, wir hatten jetzt 4 Jahre Joe Biden. Der war zwar verlässlich, aber verlässlich schwach. Wir haben einen Flächenbrand im Nahen Osten, einen massiven Krieg in Osteuropa. Und wenn Donald Trump manchmal nicht allzu berechenbar ist, hat er das sogar stolz der Wall Street Journal als eine positive Note erklärt. Denn Xi Jinping, Wladimir Putin können nicht ganz einschätzen, wie er reagieren würde. Diese Ambivalenz sieht er als außenpolitische Stärke. Aber ich würde sagen, für den Otto-Normalbürger, der heute zur Wahl geht, ist diese Tatsache, diese Realität, dass zurzeit die internationale Lage viel schlechter geworden ist, die sich die Sache viel verschärft, für ihn wahrscheinlich was Positives. Also vielen Dank erstmal für diese Einschätzung. Danke, dass Sie da waren mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen auf einen möglichen Wahlausgang. Danke. Vielen Dank. Danke. Kamala Harris hat im Wahlkampf versucht, sich möglichst von ihrem Vorgänger, dem noch amtierenden Präsidenten Joe Biden, abzusetzen, ohne sich zu distanzieren. Eine schwierige Gratwanderung im Amt der Vizepräsidentin. Dass das Rennen überhaupt Harris gegen Trump heißt, war lange nicht abzusehen. Erst das verheerende Duell von Joe Biden gegen Trump löste ein fast panikhaftes Umdenken der Demokraten in letzter Sekunde aus. Allzu deutlich wurde, dass Joe Biden mit 81 nicht mehr fit für eine zweite Amtszeit wirkte. Über die Wendungen in den ereignisreichen Monaten bis zum heutigen Tag, Heike Slansky. Es sah ganz danach aus, als würde es ein Rematch zwischen zwei in die Jahre gekommene Politgrößen geben. Biden gegen Trump, laut Umfragen beide gleich unbeliebt und doch bis zum Spätsommer scheinbar unausweichlich. Doch die erste Fernsehdebatte, verfolgt von Millionen am Bildschirm, bricht Biden politisch das Genick. Er wirkt müde, unkonzentriert, wirr, zu alt für das höchste Amt im Staat. Was ich gemacht habe mit Covid, Entschuldigung, ich meine, ich weiß wirklich nicht, wovon er spricht. Ich glaube, er auch nicht. Und dann das. In Butler, Pennsylvania, trifft Trump eine Kugel. Ein Attentatsversuch. Gerade erst mit dem Leben davongekommen, richtet er sich mit Blut im Gesicht sekündlich auf und ruft seinen Anhängern zu: Kämpfen, fight. Ein ikonisches Bild. Nach dem Debattendebakel dauert es noch 4 Wochen, bis Biden, geplagt von massivem Druck von Parteigrößen, Großspendern und schlechten Umfragewerten, aufgibt. Eine halbe Stunde später schlägt er seine Vizepräsidentin als Ersatzkandidatin vor. Kamala Harris schafft es in Windeseile, die Partei hinter sich zu vereinen, getragen von einer Welle der Euphorie und Erleichterung. Eine schwarze Frau, jünger, die Trump als ein Kapitel aus einer dunklen Vergangenheit abtut, er sei schlicht seltsam. Wir gehen nicht zurück. Trump muss seine Kampagne neu justieren, hat Mühe, seine vorbereiteten Angriffe gegen Biden auf Harris abzufeuern, hinkt plötzlich deutlich in den Umfragen hinterher. Biden war kein Radikaler, aber sie ist es, sie meint es ernst, er nicht.
Auf dem Parteitag der Demokraten treten alle Granden der Vergangenheit für Harris auf. Die beliebteste unter ihnen rechnet mit Trump ab, der mit seinen rassistischen Anspielungen nicht nur Harris diffamiert, sondern jahrelang die Obamas. Wer wird Trump sagen, dass der Job, um den er sich bewirbt, einer dieser schwarzen Jobs ist? Trump hingegen wird nicht müde, den Weltuntergang zu beschwören, falls Harris ins Amt gewählt würde. Er beleidigt, überzieht und erfindet obskure Geschichten, um seine Wähler bei der Stange zu halten. Der Sündenbock, Einwanderer, die illegal über die Grenze gekommen sind. In Springfield essen sie Hunde. Einwanderer kommen hierher und essen eure Katzen, sie essen eure Haustiere. Nach den Flitterwochen, dem Parteitag und der Debatte lässt die Zustimmung für Harris nach. Einerseits segelt sie im Windschatten von Joe Biden, andererseits sucht sie die Abgrenzung, denn Bidens Politik wird von der Mehrheit der Amerikaner abgelehnt. Ein Drahtseilakt, gefangen zwischen Loyalität und Wandel. Hätten Sie etwas anders gemacht als Biden? Mir fällt nichts ein. Ein Star-Aufgebot in den letzten Tagen. Hollywood-Größen und Musikikonen für Harris. Auf der anderen Seite ein Tech-Milliardär in Spendierlaune mit eigener Reichweite im Netz. Im milliardenschweren Ringen um Spenden steht bereits ein Sieger fest. Die Demokraten haben die Republikaner mit Kleinspendern und Schwerreichen um Längen überholt. Bei mir ist jetzt wieder unser USA-Korrespondent Elmar Thewissen. Elmar, am Anfang war die Euphorie für Kamala Harris ja riesig groß. Dann gab es einen richtigen Einbruch. Trump konnte aufholen. Wie erklärst du dir das? Ich glaube, es hatte damit zu tun, dass offenbar wurde bei dieser Fernsehdebatte erstmal, dass Joe Biden nicht derjenige ist, der 4 Jahre durchhalten kann. Dann Kamala Harris, die hat Begeisterung entfacht. Warum? Weil man vorher so frustriert war über diesen alten Kandidaten, den man hatte. Und das hat nachgelassen. Also es war im Grunde genommen eine Begeisterungswelle, die auch aus der Tiefe des Frustes herausstammte. Und dann hat sie nachgefüttert mit Substanz. Aber es stellt sich eben raus, dass Donald Trump am Ende doch auch einen Weg gefunden hat, eben immer und immer wieder auf Wirtschaftsthemen beispielsweise zurückzukommen. Und da hat sie möglicherweise Schwierigkeiten. Wir wissen von Umfragen, dass die Wirtschaftskompetenz im Land eher Donald Trump zugebilligt wird. Kam denn letztendlich, wenn du es jetzt so rückwirkend betrachtest, der Rücktritt von Joe Biden dann zu früh oder zu spät? Also im Nachhinein sagt man natürlich, der kam genau richtig, weil wenn er früher gekommen wäre, ehrlicherweise hätte es wahrscheinlich ein Hauen und Stechen in der Demokratischen Partei darum gegeben, wer Kandidatin, wer Kandidat wird. Wäre er zu spät gekommen oder später gekommen, wäre es zu spät gewesen, weil rechtlich die Rahmenbedingungen eng geworden wären. Dass Kamala Harris innerhalb von 48 Stunden es geschafft hat, von der Basis bis zur Parteispitze alle hinter sich zu versammeln, haben alle nicht gedacht. Sie hat alle überrascht, aber es zeigt auch ein bisschen, dass sie, ich glaube schon, auch das Zeug dazu hätte, Präsidentin zu sein. Aber ein paar Schwächen hast du angesprochen, zum Beispiel die Wirtschaftskompetenz. Was waren denn die Schwächen von Donald Trump? Ich glaube, Donald Trump wusste erst überhaupt nicht, wie er damit umgehen sollte. Also er ist ausfallend geworden, er hat über sie geschimpft, hat sie als Kommunistin bezeichnet, hat ihr Schwarzsein, also ihre Hautfarbe in Frage gestellt, ihren ethnischen Hintergrund. Das kam nicht gut an. Danach kam er wieder auf die Sachthemen zurück, aber dann kam eben diese Wendung mit dem Fernsehduell zwischen den beiden, wo Kamala Harris eigentlich es geschafft hat, die Knöpfe zu drücken, auf die Donald Trump eben wieder abgewichen ist von den Sachthemen, weil seine eigene Eitelkeit angegriffen war. Und er hat dann mehr über die Frage geredet, wie groß ist die Menschenmenge bei seinen Wahlkampfveranstaltungen, als zum Beispiel über das Thema Wirtschaft zu reden. Und was glaubst du, was außer der Wirtschaft noch eine andere Schwäche von Kamala Harris ist, warum sie diese Anfangseuphorie vielleicht nicht ganz bis ins Ziel getragen könnte? Ja, weil die Erwartung natürlich so groß war, dass sie auch eine andere Politik macht als Joe Biden. Und als sie dann gesagt hat, eigentlich gibt es nicht, was sie in den letzten 3,5 Jahren anders gemacht hätte, entstand der Eindruck, das wird einfach nur eine Verlängerung von dem, was wir schon kennen. Dadurch ist die Euphorie erlahmt. Ich glaube, sie hat es aber gerade in den letzten Tagen noch mal geschafft, auch zu zeigen, sie würde an Ideen wie den Nahostkonflikt anders rangehen, an Probleme wie den Nahostkonflikt oder auch Ukraine, als Joe Biden das getan hat. Vielen Dank, Elmar. Insgesamt gibt es über 186 Millionen registrierte Wählerinnen und Wähler in den USA.
blicken wir ein bisschen voraus. Auch wenn bereits alle Staaten die Wahllokale geschlossen sind, kann es noch dauern, bis das endgültige Ergebnis feststeht. Dafür sorgen einige Besonderheiten des amerikanischen Wahlsystems. Christian Hauser mit einem Überblick. Am Wahltag geben zwar die Wählerinnen ihre Stimme ab, aber der Sieger muss deswegen noch lange nicht feststehen. Denn nach Abgabe der Stimmen in den Wahllokalen müssen noch die Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Und die dürfen in manchen Bundesstaaten noch bis zum Wahltag eingeworfen werden. Danach kommen die Wahlleute ins Spiel. Jeder Bundesstaat hat eine festgelegte Anzahl davon, unabhängig, wie viele Wählerinnen und Wähler tatsächlich zur Wahl gehen. Wyoming zum Beispiel 3. Das bevölkerungsreiche Kalifornien 54. Der künftige Präsident braucht mindestens 270 Wahlleute auf seiner Seite. In fast allen Staaten gilt das Prinzip Winner takes all. Die Partei, deren Kandidatin von den Wählern mehrheitlich gewählt wurde, darf alle Wahlleute des jeweiligen Bundesstaates bestimmen, selbst wenn das Ergebnis noch so knapp war. Heißt, wer zum Beispiel in Florida knapp gewinnt, dessen Partei bestimmt dort alle 30 Wahlleute, die dann im Electoral College für ihren Kandidaten stimmen. Nur selten weicht eine Wahlperson vom Kandidaten ihrer Partei ab. Die Entscheidung der Wahlleute fällt dieses Mal am 17. Dezember. Ja, und während es in den meisten Bundesstaaten klare Mehrheiten für die Demokraten oder für die Republikaner gibt, steht es in den sogenannten Swing States spitz auf Knopf. Nur wenige Stimmen können da über den Ausgang entscheiden. Schließlich gilt, wie wir eben gesehen haben, the winner takes it all. Insgesamt gehen die Wahlforscher von 7 Swing States aus. Einer davon Arizona an der Grenze zu Mexiko. Von dort berichtet Alisa Jung. Ein Straßenfest an einem der wichtigsten mexikanischen Feiertage, Dia de los Muertos. Den feiern sie auch in Phoenix, Arizona. Latinos sind mit über 60 Millionen die größte Minderheit der USA. In Arizona machen sie sogar ein Viertel der Wahlberechtigten aus und könnten entscheiden, wer hier gewinnt. Wir sehen Harris als jemand, die auf unserer Seite stehen und uns repräsentieren würde, wie auch alle anderen Migranten im Land. Außerdem ist Dominique der Meinung, Freiheiten von Frauen stehen auf dem Spiel. Sie meint damit das Recht auf Abtreibung. Diese Gruppe wirbt für das genaue Gegenteil. Das Thema spaltet das Land, auch die Latino-Community. Ich bin dafür, dass Frauen keine Abtreibung brauchen. Die Demokraten können sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Stimmen der Latinos automatisch an sie gehen. Immer mehr Nachfahren von Migranten unterstützen Trump, obwohl er gegen Minderheiten hetzt. Die Grenze ist von hier nur 4 Stunden weg. Die Kartelle haben eine Linie überschritten und angefangen, gegen unsere Grenzbeamten zu kämpfen. Täglich kommen Migranten über Mexiko in die USA, organisiert durch Menschenschmuggler. Auch wenn die Zahl zuletzt gesunken ist, weil die Biden-Harris-Regierung die Asylregeln verschärft hat, die Sicherheit und die Lage an der Grenze bleiben entscheidende Themen bei dieser Wahl. Trump will die Mauer schließen, Harris den Asylprozess weiter reformieren. Wessen Ideen am Ende die Wähler überzeugen? In mehreren Staaten wird es wohl ein knappes Rennen werden. Hier in Phoenix haben sie die Sicherheitsvorkehrungen am Ort, wo die Stimmen ausgezählt werden, verschärft. Groß ist die Sorge vor Ausschreitungen. Trump hat bereits angekündigt, eine Niederlage für ihn in Arizona könne nur Betrug sein. Fast 30 Jahre lang hatte die Republikanerin Helen Purcell hier die Wahlaufsicht. Sie sagt, es gab nie und gibt auch heute keinen systematischen Betrug. Ich habe erlebt, dass Politiker angezweifelt haben, dass sie eine Wahl verloren haben. Manche davon waren Republikaner. Dann habe ich mich mit ihnen hingesetzt und ihnen gezeigt, was passiert ist. Das gab es und wird es immer geben. Aber ich habe noch nie zuvor jemanden erlebt, der nicht einmal auf die Fakten schaut. Den Job, den Helen Purcell innehatte, nennt man hier Recorder. Er ist für Wahlregistrierung und die Briefwahl zuständig. Auch heute macht ihn ein Republikaner, Stephen Richer. Er wurde im ganzen Land bekannt, weil er sich 2020 gegen die Wahllüge von Donald Trump stellte. Seitdem wird er bedroht. Man wundert sich, wer diesen Job noch machen will. Tim Stringham von den Demokraten, ein Veteran, hat es tatsächlich vor und sich jetzt zur Wahl aufstellen lassen.
Wir können nicht zulassen, dass negative Menschen drohen und das Leben von uns bestimmen. Das ist meine Heimatstadt. Meine Familie lebt hier seit 150 Jahren. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Wir treffen ihn in einem kleinen Wahlbüro der Demokraten. Ende September feuern unbekannte Schüsse auf eines dieser Büros nahe Phoenix. Trotzdem kommt heute selbst der Senator von Arizona, Mark Kelly, hier am Stadtrand vorbei. Ein Signal, wie wichtig der Job der Wahlaufseher geworden ist. Ich mache mir Sorgen, dass die falschen Leute in die Politik gehen. Für sie lautet das Spiel, entweder ich gewinne oder es ist nicht fair und ich spiele nicht mehr mit. Wer am Ende gewinnt, ist wohl möglich erst nach mehreren Tagen klar. So lange könnte es bei einem knappen Sieg dauern, bis in den Swing States alle Stimmen ausgezählt sind. Und als wichtigster Swing State gilt Pennsylvania, denn dort geht es um insgesamt 19 Wahlleute. Gewinnt Harris den Bundesstaat nicht, dann wird es eng für sie. Nachdem sie dort lange führte, hat Trump inzwischen aufgeholt. Jetzt liegen beide in Umfragen gleich auf. Und für uns vor Ort ist Jan Fritsche. Jan, die USA schauen heute besonders nach Pennsylvania. Wie angespannt ist denn die Situation vor Ort? Ja, es gibt diese Anspannung hier. Also hier in Philadelphia, wo wir stehen, zum Beispiel hat die Polizei extra Kräfte im Einsatz, nur für den Fall der Fälle. Aber was wir heute erlebt haben, ist weniger Anspannung, sondern mehr Freude. Ich kann das einmal zeigen. Hinter mir, wir sind hier vor einem Wahlbüro. Hier hat ein DJ sein Set aufgebaut, macht Musik, um die Leute auch anzulocken und zum Wählen zu motivieren. Und es herrscht eher eine freudige Stimmung. Die Leute tanzen, sie haben Spaß und sie sind froh, hier endlich ihre Stimme abgeben zu dürfen. Und wie zuversichtlich sind Trump und Harris dort zu gewinnen? Ja, es ist im Moment schwierig vorherzusehen, wie es hier ausgehen wird. Die letzten Umfragen, die zeigen, dass beide ganz genau gleich aufliegen hier in diesem Staat. Und man sieht das auch hier. Wir haben heute mit Leuten hier in Philadelphia gesprochen, die vor allem die Demokraten wählen. Das ist so in den großen Städten in Pennsylvania, wohingegen, als wir in den vergangenen Tagen in den ländlichen Gegenden Pennsylvanias unterwegs waren, da wollen die Leute vor allem die Republikaner wählen. Und das erklärt auch, warum es diese Spaltung hier in diesem Staat gibt und warum es eben in den Umfragen auch etwa 50-50 steht, vor allem zwischen den großen Städten und den ländlichen Regionen in Pennsylvania. Vielen Dank nach Pennsylvania. Jan Fritsche. Ja, bei der letzten Wahl war es in Georgia im Südosten der USA besonders knapp. Am Ende fehlten den Republikanern damals nur ein paar tausend Stimmen. Georgia ging an die Demokraten. Und das kostete Donald Trump den Sieg. In der Folge erhob er unbewiesene Vorwürfe der Wahlmanipulation. Anne Brühl steht für uns in Atlanta. Wie ist die Situation dieses Mal? Was erlebst du dort? Die Lage hier ist wirklich sehr angespannt. Heute Morgen hat es hier in Atlanta Bombendrohungen gegeben. Zwei Wahllokale waren vorübergehend geschlossen. Die Polizei hat keine konkreten Hinweise gefunden, aber das FBI untersucht diese Vorfälle. Das Unbehagen bei den Wählern, das ist hier mit Händen zu greifen. Kaum einer bekennt sich offen zu Harris oder Trump aus Angst vor Anfeindungen. Und was wir auch immer wieder hören, ist die Sorge vor Gewalt nach einer möglichen Wahl, besonders falls Donald Trump denn hier in Georgia verlieren sollte. Vor 4 Jahren, du hast es gesagt, hat Trump versucht, den Wahlleiter, einen Republikaner übrigens, davon zu überzeugen, die Wahl für ihn zu fälschen. Donald Trump ist deswegen in Georgia hier angeklagt. Der Wahlleiter, das ist nach wie vor derselbe, aber die Wahlkommission ist seit diesem Jahr mehrheitlich in der Hand von Trump-Unterstützern. Du hast gerade erzählt, die Leute trauen sich kaum zu sagen, ob sie für Trump oder Harris sind. Aber wer kann sich denn mehr Hoffnungen machen? Was glaubst du? Das ist hier wirklich ganz schwer zu sagen. 11.779 Stimmen haben beim letzten Mal den Unterschied gemacht. Was auffällig ist, ist, dass hier in diesem Jahr die Mobilisierung sehr gut funktioniert. Mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten haben ihre Stimme schon per Early Voting oder bei der Briefwahl abgegeben. Und diese Stimmen, die werden vermutlich heute Nacht dann auch schnell ausgezählt werden. Eine Stunde nach Schließung der Wahllokale rechnet man damit. Diese Auszählung, die wird maschinell erfolgen. Die Wahlkommission hatte ja eigentlich vor, per Hand zählen zu lassen. Das wurde ihr von einem Richter untersagt. Wie lang dieses Auszählen der restlichen Stimmen von heute dann dauert, ist völlig unklar. Der Wahlleiter hat gesagt, es geht darum, das richtig zu machen und präzise zu machen und das könnte dauern. Vielen Dank, Anne Brühl.
Ja, die ersten Wahllokale schließen übrigens heute Nacht um 1 Uhr deutscher Zeit. Mal sehen, wie schnell wir wissen, in welche Richtung die Wahl gehen könnte. Wir sind natürlich die ganze Nacht dabei und berichten live. Ich immer wieder hier aus dem heute etwas windigen Washington. Aber alle Fäden zusammen laufen in Berlin bei Shakuntala Banerjee. Und dorthin wollen wir jetzt kurz schauen. Shakuntala, was erwartet die Zuschauer heute Nacht bei euch? Ja, hallo Antje. Windig ist das bei uns natürlich nicht, aber turbulent kann es selbstverständlich werden. Wir sind ab 12:30 für euch bereit, um euch zu unterstützen und auch ganz genau darauf zu gucken, was passiert da live die ganze Nacht über. Bis 7 Uhr morgens werden wir mindestens senden. Und natürlich geht es auch immer wieder um Zahlen, Zahlen und Zahlen. Und die hat Stefan Leifert dann für uns. Du bist die ganze Nacht dabei, hoffe ich. So sieht's aus, denn das wird eine Nacht der Zahlen, es wird eine Schlacht der Zahlen. Und eins ist jetzt schon klar, das sagen alle Umfragen, die Ausgangslage zeigt, wie unsagbar knapp dieses Rennen heute Nacht wird. Und damit wir das alles gut im Blick behalten, werden wir natürlich auch immer wieder sprechen können. Wir haben hier ein Publikum in diesem Studio, das wird die ganze Nacht dabei sein. Da können wir zwischendurch auch Eindrücke sammeln. Wir haben unsere Faktenchecker von ZDF heute, die ganze Nacht auf die sozialen Medien gucken. Und hinter uns sieht man schon ein bisschen, wir sind auch größer aufgestellt. Wir haben hier Platz für Expertinnen und Experten und wir haben auch eine eigene Ecke für eine Band. Denn, wie gesagt, bis 7 Uhr morgens wird es gehen. Das kann eine lange Nacht werden. Helmut Zerlett und Band helfen uns dabei, wenn wir mal überbrücken müssen, wenn wir mal was sortieren müssen. Und dann sind wir auch schon hier in der Ecke, wo eigentlich die Musik spielt. Das ist das Stichwort. Musik wird es geben, nicht nur von der Band, sondern auch von diesem lustigen Gerät hier. Das ist unser Buzzer und der kommt immer dann zum Einsatz, wenn wir neue Zahlen, neue Nachwahlbefragungsergebnisse aus den US-Staaten haben. An meiner Seite ist heute Abend die Forschungsgruppe Wahlen. Hier an diesem Ort sammeln wir alles, was wir aus den USA an Daten und Zahlen bekommen. Die Forschungsgruppe ist angeschlossen an den sogenannten National Election Pool. Da läuft alles zusammen. Wir haben also die gleichen Daten wie die Kolleginnen und Kollegen in den USA auch. Schauen wir mal auf die Ausgangslage, wie sie sich nach den letzten Umfragen in Amerika nun gestaltet. Die Amerikaner wählen ihren Präsidenten oder ihre Präsidentin ja nicht direkt, sondern mittels von Wahlleuten, die die einzelnen Bundesstaaten entsenden, je nachdem, wie groß diese Bundesstaaten sind. 538 Wahlleute gibt es insgesamt. 270 ist deswegen die magische Zahl dieser Nacht, denn das ist die Zahl von Wahlleuten, die ein Präsident oder eine Präsidentin erreichen muss, um ins Amt zu kommen. Drei Farben werden heute Abend eine ganz große Rolle spielen. Die erste Farbe ist die blaue Farbe. Das ist die von Kamala Harris. Wir färben hier mal alle Staaten ein, bei denen wir uns ziemlich sicher sind, dass die in dieser Nacht an die Demokraten gehen. Das ist das dunkle Blau. Ein etwas helleres Blau nehmen wir für die Staaten, wo wir relativ sicher sind, dass auch diese Staaten an die Demokraten gehen. Wenn man das zusammenzählt, kommt Kamala Harris auf ziemlich sichere 226 Wahlleute. Die zweite Farbe des heutigen Abends ist rot. Dunkelrot die Staaten, die mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit an Donald Trump gehen, wie das in den letzten Wahlen auch der Fall gewesen ist. Das hellere Rot für die, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch an Donald Trump gehen. Addiert man das zusammen, kommt man auf 219 Wahlleute, also hier schon ein ganz enges Rennen. Jetzt kommt die dritte Farbe ins Spiel, das ist gelb. Gelb markieren wir alles, was unklar ist. Und diese 93 Wahlleute, die kommen aus den Swing States und das ist der Battleground, das sind die Schlachtfelder dieses Wahlkampfes gewesen. Sieben Staaten sind das, im Westen Nevada und Arizona, hier oben die Staaten des Nordens mit Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, ein Schlüsselstaat und hier Georgia und North Carolina. Auf Georgia schauen wir ganz besonders. Wir haben es eben gehört, da trennten die beiden letztes Mal nur 12.000 Stimmen. Hier werden wir schon relativ früh Ergebnisse haben. Das sind die Staaten der Ostküste. Wegen der Zeitverschiebung beginnen also die Auszählung hier und schieben sich dann nach Richtung Westen rüber. Also das sind die Staaten, auf die wir schauen. Und je weniger Gelb wir heute Abend auf der Karte sehen, desto sicherer ist das, was wir sagen können. Je mehr Gelb, desto vager die Ausgangssituation. Damit müssen wir umgehen, Shakuntala. Und dann müssen wir schauen, wie wir uns weiterhelfen, denn natürlich kann es einige Überraschungen geben. Wir haben auch schon gehört, es sind vielleicht gar nicht nur die Swing States. Damit es nicht zu unübersichtlich wird, haben wir uns dafür noch für die ganze Nacht Hilfe geholt. Mighty Nguyen Kim ist hier und Klaus Kleber. Schön, dass ihr beide dabei seid. Mighty, du bist Wissenschaftsjournalistin und du kannst eine Sache besonders gut, Dinge zu erklären, über die sich andere die Köpfe heiß reden und einschlagen. Heute machst du das mit der US-Politik für uns. Genau, ich mache das meistens für Wissenschaft, aber auch gerne für politische Themen, denn das amerikanische Wahlsystem hat ja so Besonderheiten, die nicht so ganz leicht durchdringen sind. Und Fakten gibt es natürlich auch bei Wahlen, auch wenn es Menschen gibt, die die Fakten nicht so gerne akzeptieren.
Also Donald Trump, wir haben es vorhin gehört, möchte ja nicht nur die Wahl nicht anerkennen, hat er ja schon angekündigt, sondern bis zu seinem neuesten Hit, Eating the Dogs, Eating the Cats, da ist auch mal wichtig, ein bisschen Sachlichkeit reinzubringen. Fakten ist ein gutes Thema gewesen. Wir haben allerlei Dinge gehört. Bei der letzten Wahl mit Donald Trump ging schon einiges drunter und drüber. Dieses Mal war es noch ein wenig turbulenter. Klaus, du beobachtest schon so lange US-Wahlen. Was war dieses Mal wirklich besonders? Dieses Mal ist besonders etwas, was ich in 40 Jahren Amerika-Wahlbeobachtung noch nie hatte, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, keine Sicherheit, aber eine Wahrscheinlichkeit, dass ein, man muss es so sagen, gewaltbereiter Poltergeist mit einer Entourage aus echt Überzeugten und aus Glücksrittern und aus Verächtern von Demokratie die Hebel der Macht an sich ziehen wird, um sie lange nicht mehr aufzugeben. So heiß war das Spiel noch nie. Also heute Nacht ist nicht an Schlaf zu denken. Also man sieht, wir gucken die ganze Nacht mit drauf. Das ist unser Kernteam und wir freuen uns sehr darauf, dass wir dann nachher um 12:30 zu euch stoßen können. Ja, vielen Dank, Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert. Ich freue mich sehr drauf. Eine lange, spannende Nacht steht uns bevor. Im Moment ist es hier kurz vor 3 Uhr Nachmittag in Washington, strahlender Sonnenschein und noch ist es relativ ruhig vor dem Weißen Haus. Die Sicherheitsvorkehrungen, wir haben es aber gehört, sind enorm. Wir sehen uns später wieder, nicht verpassen, die Nacht der Entscheidung. Hier geht es jetzt weiter mit einem Porträt der Kandidaten, Harris gegen Trump. Und danach meldet sich dann von dieser Stelle Marietta Slomka mit dem Heute-Journal. Auf Wiedersehen.